So, willkommen bei einem neuen Let's Play von Minecraft Tekkit. Wieso ich das jetzt mache, das kann ich nicht genau begründen. Und zwar soll das so eine Art Tutorial werden. Ich werde hauptsächlich, also ich werde nicht immer nur vom Bauen und sonstiges aufnehmen. Es wird öftermals eigentlich nur aufgenommen, dann, wenn ich bestimmte Sachen mache, wie Pipelines aufbauen, elektrische Schaltungen. Also das soll eigentlich eher so eine Vorstellung sein, wie Tekkit läuft. Für User, die was das noch natürlich noch nicht haben, die was noch das normale Minecraft kennen und diese Mods nicht kennt. Ich werde dann bei der Videobeschreibung genau schildern, wo man sich das runterladen kann. Des Weiteren werde ich Computercraft-Programme schreiben, die werde ich euch auch noch demonstrieren. Ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Vor allem muss man auch sagen, dass das eigentlich von den Möglichkeiten her sehr groß ist, weil Computercraft wird per Lua geschrieben, also die Programmsprache Lua, die was auch für zum Beispiel WoW-Addons verwendet wird, kann man hier reinschreiben. Das gibt uns natürlich sehr viele Möglichkeiten, bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel ein Lagersystem und so weiter. Also ich habe da schon einiges programmiert. Natürlich mit manchen Hilfen und manchmal auch Eigenkreation. Aber hauptsächlich mache ich das meiste mit Eigenkreation, weil ich einfach halt das Programmieren liebe. Und ja. Jetzt fangen wir natürlich ganz klein an. Das ist natürlich klar. Wir müssen uns natürlich jetzt mal Holz beschaffen. So wie bei jedem Minecraft. Das ist nichts Besonderes. Das kennen wir schon. Das Einzige, was sich hier verändert hat. Ich muss jetzt nur schauen, ob ich im Cheat-Modus drin bin. Das ist nämlich nicht das, was ich will. So, jetzt passt. Weil wir wollen uns ja nicht cheaten, zumindest nur dann, wenn wir es wirklich nötig haben, beziehungsweise wenn, also nötig, wenn wir irgendwas zeigen wollen. So, das Coole an dem Mod ist natürlich jetzt hier zum Beispiel, kann man, ist da keine Ahnung, wir sagen, okay, wie mache ich das hier? Geht, drücke ich hier rauf, sehe, okay, dafür brauche ich 6 Sticks und ich kann das hier herstellen. Und schon wissen wir, wie das funktioniert. Das ist natürlich sehr nützlich, weil man dann nicht mehr die Wiki-Seite von Minecraft aufmachen muss. Was den Vorteil hat, dass man weniger Zeit verbraucht im Browser. Und ja. Jetzt werden wir gleich mal uns ein bisschen was machen, damit wir in die Höhle ein bisschen Erze farmen können. Damit wir uns mal eine Schaltung machen können. Dafür müssen wir das einmal da hinlegen. Zack. Bauen uns da mal eine Spitzhacke. Einmal diese hier. Dann noch ein Schwert. Sollten irgendwelche dummen Gedanken kommen. Eine Axt. Und dann noch mal eine Crafting Table, paar Sticks. Und dann geht's los. Yeah, da haben wir schon was. Es gibt natürlich auch neue Ressourcen. Das bringt sich noch nicht viel. Oh. Oh, das war nicht gut. Au, 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 au. Eieieiei, da geht's los, da geht's los, da geht's los, da geht's los. Ich will nicht mehr sterben. Okay. Noch zu erwähnen ist natürlich, dass ich auf schwer spiele, weil ich möchte ja nicht das Spiel zu leicht machen. Ich will jetzt nicht so sagen, ja, okay. Ich will nicht sterben. Deswegen spiele ich immer, wenn ich in eine Höhle gehe, auf Peaceful. Deswegen lasse ich das natürlich auf den Schwierigkeitsgrad. Wenn ich sterbe, ist das mein Pech. Ihr könnt euch daran erfreuen und lachen. Und ich habe eine Herausforderung. Also hat jeder was davon. Deswegen lassen wir das so.
Und ich habe natürlich hier einen Waypoint. Das ist das Einzige, was ich natürlich drin lasse, weil das finde ich sehr cool, dass man das hat. Das ist natürlich auch von der Mod. Das hat den Vorteil, dass man nicht gleich mal sofort alle Items verliert. Natürlich, wenn es sehr weit weg ist, hat man natürlich Pech gehabt. Alter, wie viele Monster das sind. Ach Gott, das ist wieder noch. Du kannst mir ein bisschen helfen. Schack, passt. Ist nur für Steine. So. Jetzt bauen wir uns gleich mal das Ding. Das war jetzt nicht Bock gehabt, um zu sterben. Gleich so, tschak, tschak, tschak. Und schon haben wir die Spitzhacke, die was wir brauchen für das hier. So, kleiner Nieser. So, da haben wir jetzt gleich mal Kohle, Kohle, Kohle. Wie ihr gesehen habt, ist da zum Beispiel haben wir die neuen Erze. Es gibt nämlich jetzt statt Kohle Eisen, Gold und Diamanten gibt es jetzt da zig neue Erze, wie zum Beispiel Kupfer, Zinn, Bronze, dann gibt's noch Silber, dann Uranium gibt's, Saphir, Smaragd. Und, also ich weiß jetzt gerade nicht alle auswendig. Aber auf jeden Fall, es gibt sehr viele. Da haben wir zum Beispiel jetzt schon Kupfer, aus dem wir natürlich, logischerweise, jeder das, was sich mit der Elektrik auskennt, wird wahrscheinlich wissen, was wir damit machen. Und zwar Kupferleitbahnen, beziehungsweise Kupferdrähte, die was wir dann brauchen. Oh. Ich werde jetzt einmal Torches machen, weil wir sind hier zu viele Monster. Und zack. Zack. Bisschen beleuchten. Damit hier nicht immer was passiert. Das ist natürlich eine sehr schöne Höhle. Ich stelle mal oben eine Spinne. Ach Gott. So, komm her. Ja, komm her! Ja! Hoppa! Oh, ich will hier irgendwie rauf. Ich muss mir jetzt mal ein Eck drauf machen. Den graben wir uns gleich hier. Den Weg rauf graben wir uns hier. Oder wir basteln uns einen Weg. Und zwar hier. Chuck. Da graben wir uns da durch. Und dann geht's los. Chuck, Chuck. Da nehmen wir ein bisschen was mit. Denn die wollen doch nicht hier lassen. Was wir für Vorstellungen haben, weiß ich noch nicht genau. Ich lasse mich da einfach überraschen, was meine Inspiration sagt. Aber ich habe schon einige Pläne, was auf jeden Fall kommen wird. Aber das werde ich euch noch nicht schildern. Es bleibt noch ein kleines Geheimnis. So, da werden wir hier jetzt nochmal ein kleines Häuschen bauen. So wie es jeder kleiner Bauer tut. Und zwar direkt am Fluss. Und dann machen wir mal da ein bisschen ein Häuschen. Eine Axt wäre nicht schlecht. Und da macht man das nicht sehr gescheit. Es gibt auf jeden Fall, ich muss auch sagen, dass es sehr nützliche Dinge gibt, die was extrem nützlich sind, das muss man wirklich schon sagen. Wo man sich wirklich Kosten spart und vor allem Ressourcenverbesserungen hat. Wie zum Beispiel das hier, dass man nur einen Baum abhacken muss und dann wird automatisch alles abgehakt.
Das hat den Vorteil, dass man nicht mehr ewig braucht für einen Baum. Ein sehr nützliches Tool, was die in den Mod integriert haben. Weil dadurch erspart man sich Unmengen an Zeit. Und vor allem auch dann Zeit an Let's Playen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr unbedingt sehen wollt, wie ich 2 Minuten lang einen Baum abhacke. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr das unbedingt sehen wollt. Deswegen ist dieses Tool auf jeden Fall sehr nützlich. So, jetzt bauen wir da mal ein bisschen weiter. Bin natürlich kein großer Redner, wenn ich gerade irgendwas mache, also da dürft ihr euch nicht wundern, wenn ich nicht immer dauerhaft am Kommentieren bin. Ich bin eher, wenn ich konzentriert bin, rede ich eher weniger. Aber das dürfte nicht so ein Problem darstellen. So, und ein kleiner Perfektionist bin ich. Das ist natürlich auch noch zu erwähnen. Dann wieder Tür. Zack. Machen da gleich einen Druckschalter, damit die ja immer zugeht. Und einen Ofen, den brauchen wir, um das Kupfer jetzt mal in die Wege zu leiten, dass wir Kupferdrähte bekommen. So, wo haben wir das Kupfer? Hier haben wir das Kupfer. Nehmen wir da eine Kohle hinein und schon ist unser Haus fertig. Ein Bett könnten wir auch noch gebrauchen, das werden wir auch gleich machen. Da haben wir jetzt da schon eine neue Ressource, Kupferingot. Ja, da habe ich noch was zu machen. Ich glaube, weil was ich weiß, kann man es auch auf Deutsch stellen. Haben es denn Deutsch, 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 da, Deutsch. Normal müsste das jetzt so passen. Dann machen wir das auf Deutsch. Da haben wir halt einen Kupferbarren. Aus dem können wir dann, wie gesagt, Kupferdrähte machen. Ich zeig's euch mal. Da haben wir jetzt da unisolierte Kupferdrähte. Oh, ich muss nicht spielen. Ich weiß nicht. Ja, egal. So, und dann haben wir da noch Kupferdrähte. Und ja. Mit diesen Kupferdrähten können wir dann später die bestimmten Geräte miteinander verbinden. Damit natürlich Strom durchfließt, weil ohne Strom geht natürlich das Gerät nicht an. Und ja. Das werde ich euch aber jetzt da demnächst noch demonstrieren. Kleiner Versprecher. So, wo ist die Spinne? Irgendwo da unten, oh, das ist hier. Hallo? 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 Wie geht's? Ist kuscheln? Da haben wir ein Schweinchen. Das werden wir jetzt auf brutale Weise, niemand beobachtet uns, okay. Und, ja, da haben wir das Fleisch gestochen. Okay. Die Hero Prime Mod ist natürlich auch drauf. Spaß. Die werde ich mir nicht drauf hauen, da habe ich zu sehr Angst. Ein kleiner Angsthase. Oh, nicht da. Du kannst mich nicht an. Kann ich Sprung geben. Ah, was wir noch machen können, ist ja nicht der Ruhe. Das ist nicht schlecht. Da wir momentan noch Singleplayer spielen, da wir noch nicht so bekannt sind, habe ich mir vorgenommen, dass Singleplayer momentan besser ist als Multiplayer. Werde ich dann später aber noch ändern, weil ich habe schon einen Server. Der wird aber in dieser Map drauf gespielt. Und ja, irgendwann werde ich mal vielleicht das auch so machen, dass auch andere mit mir spielen können. Dass ich die halt einlade, dass die da drauf können. Und dann mir bei bestimmten Sachen behilflich sein können oder auch halt spielen dürfen. Das muss ich dann noch entscheiden, aber das ist noch in weiter Ferne. Also noch nicht wirklich erwähnenswert. Da mache ich mir momentan noch keine Sorgen. So, dann wird da mal Errungenschaft erzielt, Schmiedekunst.
Wir sind jetzt ein Schmied, haben uns da eine Schere gebaut und werden uns jetzt ein Bett machen. Auf